Meister Huhn, Meister Kroko, was macht ihr denn hier draußen? Nein, ist er nicht... So wird das nicht funktionieren. Ganz genau. Hallo, ich bin Bettina Zimmermann und spreche die Tigress in Kung Fu Panda 3. Hi, ich bin Steffen Hensler und spiele jetzt bei Kung Fu Panda 3 mit. Und zwar bin ich Dim und Sum. Hey Leute, Lee ist wieder zurück. Hi, ich bin Sammy Slimani. Und ich bin Lamia Slimani. Was für ein Loser. Er hat gesagt, du bist ein Loser. Hallo, ich bin HP Kerkeling. Ich spreche den Po. Den berühmtesten, sportlichsten, mutigsten und vor allem witzigsten Panda der Welt. Ihr könnt ja nicht mal Kung Fu. Dann wirst du es uns lehren. Hey! Gute Arbeit, Po. Hallo, mein Name ist Cosma. Ich spreche die Schlange Viper. Hallo, mein Name ist Ralf Schmitz und ich spreche im neuen Kung Fu Panda 3 Film den Crane. Mantis. Das ist der Kranich, der quasi über allen schwebt und versucht, im rechten Moment noch zu helfen. Manchmal. Das ist eine richtig gute Geschichte. Es geht noch mehr ans Herz und ist noch lustiger. Wir müssen ihm helfen. Aber Meister Shifu sagte... Du hast wirklich Angst? Sogar Meister Chicken ist dabei. Das feige Huhn. Das ist schon eine Ehre. Das ist schon auch toll an so einer großen Reihe, wo man jetzt schon sagen kann, eine Trilogie ist es ja schon, bei einer Trilogie dabei zu sein. Oh, ich bin wirklich froh, dass wir nicht Po sind. Für uns war es ein absolutes Highlight, ja. Einfach mal wirklich in ein Studio zu kommen, erstmal die Szene zu sehen, wie wir uns da erstmal reinversetzen müssen. Ich glaube, er hat uns gehört. Ja! Ja! Juhu! Oh nein, er ist der Drachenkrieger. Er ist so gut aussehend. Es ist saulustig, sind geile Charaktere, ein Top-Bösewicht, was auch mal wichtig ist, und ein sehr schönes Ende. Bitte lehr mich die Tritone! Toll gezeichnet, wahnsinnig schnell, actionreich, wunderbare Figuren, tolle Synchronsprecher, nicht zuletzt. Tolle Synchronsprecher in Deutsch, die das wunderbar gemacht haben, alle. Das macht Freude. Fühle ich mich auch geehrt, dass ich das sprechen darf, wirklich. Also, ich wüsste nicht, warum man nicht reingehen sollte. Man müsste sich das eher fragen. Ich habe mich gerade ein bisschen nass gemacht.